Are you with me? Bist du bereit? Ja? Okay. Lass mich nochmal anfangen. Ich werde viel hin und her laufen, nur dass du vorbereitet bist. Kameraleute, ich hatte früher Videoleinwände zu beiden Seiten, weil ich so viele Zuschauer hatte. Und wenn ich zwischendurch mal auf den Bildschirm geguckt habe und nicht drauf zu sehen war, dann habe ich nur so gemacht. Echt jetzt? Komm schon. Wofür werdet ihr nochmal bezahlt? Okay. Ich erinnere mich an die Geschichte eines 6-jährigen Jungen. An diesem einen Morgen sprang er aus dem Bett, weil er so aufgeregt war. Erinnerst du dich an deine Kindheit und was dich in Aufregung versetzte? So ziemlich alles? Ja, so war der Junge. Er war aufgeregt, weil er heute zum ersten Mal in den Kindergarten ging. Er wollte neue Orte und neue Menschen kennenlernen. Er wollte malen und alles. Er ließ also seine vertraute Umgebung hinter sich und fand schnell Anschluss an eine andere Gruppe von Menschen. Es dauerte nicht lange, bis er erkannte, dass er anders war. Es ist 10.44 Uhr. Rettungseinsatz Sedona. Wiederbelebung läuft. 2 Personen ohnmächtig. 4 bis 5 Schwerverletzte. Hier sind jetzt noch 15 bis 20 Leute mehr umgekippt. Noch ein Notruf. Vielleicht ein drittes Opfer. Wir schicken noch einen Krankenwagen aus Sedona. Wir haben 3 Schwerverletzte und eine starke Verbrennung. 3 Schwerverletzte, eine Verbrennung? Alle am selben Ort? Alle am selben Ort. 2 Schwerverletzte werden gerade zum Krankenhaus gefahren. Der dritte wird rausgeflogen. Wir müssen erst mal sehen, mit was für einem Tatort wir es zu tun haben. Es sollte eine Reise der spirituellen Erweckung und Einheit sein. Etwa 60 Menschen saßen in einer überfüllten Schwitzhütte in der Wüste von Arizona. Sie besuchten einen spirituellen Workshop des Selbsthilfegurus James Ray. Eine dritte Person ist an den Folgen der extremen Hitze gestorben. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Was können die Leute von dem Event heute Abend erwarten? Wie bei allen meinen Events sollten die Leute eine Menge Spaß erwarten. Ich bringe Menschen bei, wie sie in allen Bereichen ihres Lebens zu Wohlstand und Harmonie finden. Alles, was ich mache, ist sehr erfahrungsorientiert. Sei es eine 2-stündige Rede wie heute Abend oder ein 8-tägiges Event oder irgendwas dazwischen. Hey, how are you? All right, good. Good. Swiss here? Yeah. James war einer der besten Sprecher auf seinem Gebiet. Es gab keine 10 Leute, die auf demselben Level waren. Self-made-Millionär James Arthur Ray is transforming the way the world thinks. Called the Rockstar of Personal Transformation by the press. Please join me in welcoming Mr. James Arthur Ray. Was ich Ihnen heute Abend in der kurzen Zeit mitteilen möchte, ich verspreche mich zu beeilen, ist das Geheimnis, welche Voraussetzungen und welche Einstellung Sie benötigen, um das Leben zu leben, das Sie sich wünschen und das Sie verdient haben. Wenn ich eine Gabe habe, dann die, komplexe Ideen in einer einfachen und leicht umzusetzenden Formel wiederzugeben. Und das werde ich auch heute Abend tun. Bei meinem ersten James-Event war ich etwas skeptisch. Ich kannte niemanden und wir waren in einem normalen Hotel-Tagungssaal, in dem viele Stühle und vorne eine Bühne aufgebaut waren. Es sah so aus wie bei anderen Selbstentwicklungsworkshops, auf denen ich schon war. Ich weiß noch nicht, warum genau Sie heute Abend hier sind, aber 2 Sachen weiß ich über Sie. Jeder in diesem Saal hatte sein Thema. Es konnte alles sein. Eine Scheidung, finanzielle Probleme, einfach alles. Ein Teil von mir war wie betäubt und ich wollte diesen Teil aufwecken.
Ich wollte glücklicher sein, erfolgreicher. Ich wusste noch nicht, was das bedeutet, also habe ich danach gesucht. Ich wusste, ich bin intelligent und war sehr motiviert. Ich hatte das Gefühl, alles erreichen zu können, aber es fehlte dieses eine Puzzleteil und ich wusste nicht, was es war. Wer von Ihnen ist wirklich entschlossen, sein Leben einen entscheidenden Schritt voranzubringen? Wirklich entschlossen? Ich dachte, vielleicht finde ich bei James Ray diese eine Sache. Ich frage Sie, wenn ich Ihnen ganz genau sage, was Sie tun müssen, um alles zu erreichen, was Sie wollen, werden Sie es dann tun? Ja oder nein? Auch wenn es ungewöhnlich wäre, würden Sie es tun? Ja oder nein? Gut. Ich möchte Ihnen dazu gratulieren, hier zu sein. Ich kann Ihnen helfen, wirklich. Er wird im siebten Himmel sein. Kombucha-Tee, den liebt er. Eiweißriegel, Heidelbeeren und Erdbeeren. Er bekam da kein richtiges Obst. Ich glaube, einen Apfel die Woche. Wir holen James vom Gefängnis ab. Es ist toll, dass er rauskommt und wieder frei ist. Aber das ist erst der Anfang, ein Neuanfang. Guten Morgen zusammen. Wir sind hier im Lewis State Prison in Imbakai, Arizona. Eine Menge Pressevertreter sind heute hier. Er war ein bekannter Motivationstrainer. Er war Gast bei Oprah Winfrey und im Film The Secret. Aber die letzten zwei Jahre verbrachte James Arthur Ray im Gefängnis nach dem tödlichen Ausgang einer Schwitzhüttenzeremonie 2009. Heute wird er, nachdem er seine Schuld an die Gesellschaft zurückgezahlt hat, entlassen. He's about to be released. Ryan, I think that's him. You think it's him or no? I think it is too. James Ray wurde tatsächlich aus dem Lewis-Gefängnis entlassen. Der Rest der Strafe ist auf Bewährung hier in Phoenix ausgesetzt. Don't cry, man. You're gonna make me cry. Couldn't have made it without you. Yeah, he could have. It just would have not been the same. Oh. It's all good, man. You're good. You're good. Got a new name. Yeah. Ich habe mich heute dabei erwischt, wie ich da saß und zu mir selber sagte, okay, James, krieg den Kopf frei und sei dankbar. You know, when I first went in, als ich reinkam, hat mich das fertig gemacht. Ich war geschockt, wütend, hilflos. Ich habe Gott gehasst und dafür verantwortlich gemacht. Warum ich? Ich habe versucht, Menschen zu helfen, und das ist mein Dank. Wenn ich darauf zurückblicke, denke ich, wie arrogant. Wer bin ich zu denken, ich würde vor keine Herausforderungen gestellt, bloß weil ich versuche, Gutes zu tun? Und warum denke ich so? Wie geht es Ihnen jetzt? Ich schätze mich glücklich. Ich kann mich über nichts beklagen. Es tut mir weh, weil ich weiß, wer er ist und was er zu geben hat. Kann er anderen Menschen immer noch helfen? Definitiv. Aber jetzt muss er sich selbst helfen.
Die Ironie daran ist, dass er, um sich selbst zu helfen, anderen Menschen helfen muss. Dafür lebt er. Hello, this is I'm Laura from Kelowna, British Columbia. I've been working on control all week. Are you controlling control? I'm not really sure. I was there. Ich war auf der Suche nach einer Veränderung. Ich war an einem Punkt, an dem sich etwas ändern musste, damit ich mich weiterentwickeln konnte. Move to the next level. So, what could you do right now, just to prove to yourself that you don't care what anyone else in here thinks? Singing would be a problem. Singing would be a problem because you're worried about what other people think of your voice. Yeah. Okay. So, what song are you going to sing? Oh, Canada. Oh, Canada. As the workshop. Im Laufe des Workshops merkte ich, wie meine Schutzmauer dünner wurde. Ich habe wirklich gelernt, mich nicht ständig vor anderen schützen zu wollen. Oh, Canada, we stand on guard for thee. You're awesome. Great job. Now wait, hang on a second. Now, is that a breakthrough? If I'd asked you a week ago if you'd stand up in front of 300 people and saying, oh, Canada, we stand on guard for thee, would you have told me I was insane? Yes. Yes. Thanks. That's a breakthrough, huh? Yeah. Who's next? Man braucht ein unbändiges Selbstvertrauen, um zu sagen, ich weiß genau, wie ich nicht nur mir selbst helfe, was ja schon eine Leistung ist, sondern jedem von euch wildfremden Menschen, die gerade hier im Raum sind. I was sexually abused as a child and I was so scared. I thought I wasn't important and I've come full circle. So I just wanted to share that with anybody that's feeling like me, because you can do it. We're all carrying all of this pain. You were. We were. And looking back upon how you used to be, how does it feel to be totally and completely different now? There will be no stopping me. Das urmenschliche Bedürfnis, den eigenen Schmerz auszudrücken und zu versuchen, ihn zu lindern, steht im Mittelpunkt des Ganzen. Die Lebenshilfeindustrie ist riesig. Sie setzt jährlich 10 Milliarden Dollar um. Und das Bedürfnis, sich selbst zu verbessern, wird nicht nachlassen. Es gehört zur Geschichte Amerikas. Auf eine Art waren wir schon immer Suchende. It's scary to have to get into your emotional issues. Because it's uncomfortable. But you know what's scarier? Is not. James und sein Publikum sind sich sehr ähnlich, weil beide nach etwas streben. Er sagt, ich habe die Mittel und Fähigkeiten, um ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Und zwar, weil ich selber versuche, meine Träume zu verwirklichen. Als ich 2008 einen Artikel über ihn schrieb, war es sein Ziel, der Beste zu sein. Er war in The Secret, dem schicksalhaften DVD-Bestseller voller Motivationsgurus. Jetzt wollte er den nächsten Schritt machen und das neue große Ding in der Welt der Motivationstrainer sein. Es gab die Giganten der Szene. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. Stephen Covey für das Finanzielle, Deepak Chopra für das Spirituelle. Your mind and your emotions cannot be squeezed into the volume of a body. Or even the span of a lifetime. Tony Robbins war der Größte. Whatever you think you came for, more energy, more focus, more determination, more confidence, more certainty, more love, whatever it is, I can tell you this, that's not why you came. Aber keiner deckte alles zusammen ab. Das spirituelle und materielle Wohlbefinden. Das wollte James machen. Ich habe 3 Jahre bei den Quero-Indianern, den direkten Nachfahren der Inka, gelernt, in den peruanischen Anden in 5000 Meter Höhe. Ich war in einer ägyptischen Mysterienschule und bin durch mehr Tempel und Grabstätten gekrabbelt als irgendwer sonst. Und ich war an der AT&T Business School, was mich wohl ziemlich vielseitig macht.
Immer wenn ich über die Vergangenheit spreche, gehe ich hier rüber, ein 6-jähriger Junge. Hier drüben spreche ich über die Zukunft, weil die Menschen von links nach rechts lesen. Wenn ich will, dass sie an ihren Traum denken, bin ich dort. Was wollen sie in ihrem Leben schaffen? Was sind ihre Ziele? Wenn ich will, dass sie etwas loslassen, alte Zweifel und Ängste, dann packe ich sie in die Vergangenheit. Das ist sehr subtil, aber unterbewusst ordnet man die Dinge so ein. Wenn ich will, dass sie tief in ihr Herz spüren, dann bin ich hier. Bin ich anders in meinem Inneren. Okay. James war als Redner auf der Höhe seines Schaffens und es ergaben sich viele Möglichkeiten für ihn. Dann kam die Schwitzhütte und auf einmal, bam, war alles weg. Freunde, Kollegen, Geschäftspartner, Leute, die er jahrelang bezahlt hatte, niemand hielt zu ihm. Keiner wollte mehr mit ihm zu tun haben. Alle hielten ihn von Anfang an für schuldig und machten sich aus dem Staub. Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, ob und wann das Ganze seinen Tiefpunkt erreicht. Aber er ist sehr stark und wird sich nicht aufgeben. Erinnern Sie sich, vor ein paar Tagen sagte ich Ihnen, dass es eine grundlegende Wahrheit ist, dass die Menschen, die am meisten wachsen und sich weiterentwickeln, die Menschen sind, die am meisten was erfahren? Schmerz, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Denn durch diese Herausforderungen erkennen wir, wer wir wirklich sind. Die Bewegung, der James Ray angehört, entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals erschienen Bücher wie Dale Carnegies »Wie man Freunde gewinnt«, »Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden« oder Norman Vincent Peales »Die Kraft des positiven Denkens«. Das Geschäft fußt auf Bücherverkäufen und Vorträgen. In den späten 60er Jahren veränderte sich die Bewegung und trug zur Beliebtheit der sogenannten Encounter-Gruppe bei. You came in here to get better? You came in here to stroke yourself? If you came in here for all that nonsense, it's the wrong place to be. This is not about getting better. This is about completing your transformation. Es fing 1971 in San Francisco an. Heute könnte man es als den Vorläufer des Landmark-Forums bezeichnen. Die Menschen kamen übers Wochenende in ein Hotel und besuchten das Seminar im angeschlossenen Tagungssaal. Bekannt wurden die Veranstaltungen vor allem für ihren konfrontativen Ablauf. Why do you have to be a nice guy? Why do you have to look hip? Why do you have to look cool? Die Leute, die dort waren, empfanden es als Herausforderung. Außenstehende fanden es skandalös. Das war der Durchbruch. In Talkshows wie Oprah oder Dr. Phil wurde dieser Umgang mit dem Publikum übernommen. So stieg allmählich die Akzeptanz dafür, dass sich Menschen an einem Ort treffen, um einen radikalen Wandel zu erleben. The value of money. I don't know what a penny's worth. I don't know what a dollar's worth. I've never had very much in my life. Where'd you learn that one, Steve? Mom or dad? I would say my mom. Mom. Mom a happy person? No. No. Didn't think so. Mom still alive? She passed away 2 years ago. Mom still alive? You're getting into stuff that I didn't want to talk. I understand that. But you see, you're right on the edge of a breakthrough here, my friend. Do not touch him, please. James hatte in Bezug auf die Selbstentwicklung eine andere Herangehensweise als viele andere Trainer. Er war direkter. Er hat nichts schön geredet. Er brachte die Leute dazu, innezuhalten und nachzudenken. Are you listening or are you wanting to just defend your position? I was going to agree, actually. Yeah, well, listen. Because you see, so many times people ask me questions not to get the answer. They ask me questions so that they can prove what they know. And you don't like that, because I called you on your shit.
But you know what? That's why you paid me money. So do you want to learn or do you want to stay where you are? I'm standing here. I want to learn. And let go of pissed right now. And tell me what's good about me calling you on your shit. Why are you happy that I called you on your shit? Makes me uncomfortable. I grow. Yeah, good. Nice job. Bei ihm geht es oft darum, seine Grenzen zu erweitern. Er sagt, okay, du kannst so und so weit kommen. Du hast es geschafft, jetzt kannst du noch weitergehen. Jetzt bist du hier und kannst noch ein bisschen weiter. James hatte verinnerlicht, dass die Menschen an Herausforderungen wachsen und sich weiterentwickeln. Also erfand er Herausforderungen. Sie waren künstlich, stellten aber eine Möglichkeit dar, zu erkennen, dass man etwas schaffen kann, was man nicht für möglich gehalten hätte. Sie schienen immer anspruchsvoller zu werden. Zwei Freunde standen sich gegenüber und verbogen eine Stahlstange zwischen sich mit ihren Kehlen. Wir liefen auch übers Feuer. Make sure to remember to wipe your feet. There's a water bucket right on the end. So let's go. Sticking your hand in a pit of snakes. Why the hell would you do this? If you don't go through that brick, it'll sting. But you will go through that brick, and you can, and it has nothing to do with strength. It's about energy. We've talked about this all week. Here's a chance to practice it. Do whatever you need to do. Breathe from the nose. Bring that energy up. Circulate that energy. Bring it out your arm. Bam! Right through the brick. You see some people. Die Leute flippen aus bei dem Gedanken daran, gleich eine Steinplatte zu zerschlagen. They would break a board. Und dann schaffen sie es. Und die pure Freude ist ihnen ins Gesicht geschrieben, weil sie das nie für möglich gehalten hätten. Es ist sehr beeindruckend. It's pretty powerful. Give yourselves a big round of applause. You kicked ass. You faced your fears. You went forward. And you gave it everything you've got. So I want you to remember that. You see, only he or she who is willing to go too far will ever find how far one can go. Are you willing to play so fully that you maybe go too far to realize who you really are? Hier ist Piers Morgan live. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer in den USA und weltweit. Hier ist die Geschichte, wie der König der Selbsthilfe alles verlor. Hier ist Ted Rollins von CNN. Der Selbsthilfeguru James Arthur Ray war auf dem Gipfel seiner Bekanntheit und einer der weltbesten Motivationstrainer. Aber im Oktober 2009 ging er über alle Grenzen. 911, where is your emergency? Okay, what's the problem? Two people, not breathing. There's no pulse. Yes. Okay, is this the result of a shooting or something? No, it was a sweat lodge. A sweat lodge? Yes. In James Rays Version einer indianischen Schwitzhüttenzeremonie erreichten die Temperaturen eine Höhe von über 90 Grad und töteten drei seiner Anhänger. 19 mussten ins Krankenhaus. Ray wurde wegen fahrlässiger Tötung der 38-jährigen Kirby Brown, dem 40-jährigen James Shore und der 49-jährigen Liz Newman verurteilt. James Ray ist jetzt exklusiv bei mir. Zur Erinnerung, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit seit dieser schrecklichen Tragödie. James, Ihre Karriere ging gerade steil nach oben. Würden Sie sich rückblickend als einen guten Menschen bezeichnen? Blicken Sie vielleicht mit etwas Abscheu auf Ihre Handlungen zurück und erkennen Sie einen Charakterzug, der sich ändern sollte? Es gab definitiv Charakterzüge, die ich ändern musste.
Es gibt sie immer noch. Ich weiß nicht, ob ich es Abscheu nennen würde. Ich empfinde es als menschlich. So wohlhabend zu sein und alles zu verlieren, auch die eigene Freiheit, ist für jeden ein herber Schlag. Würden Sie rückblickend sagen, dass die Strafe angemessen war, wenn man bedenkt, dass drei Menschen unter Ihrer Anleitung gestorben sind? Ich kann mich nicht beklagen. Ich denke, ich habe meine Strafe akzeptiert und dass Gott uns gibt, was wir verdienen. Bis ich mir eine tolle Gegenwart und Zukunft schaffen kann, geht es um die Vergangenheit. Jahrelang haben mir jetzt Leute gesagt, was ich tun soll, wo ich zu sein habe, was und was ich nicht zu sagen habe. Ich muss wieder selbst ans Steuer. Hi. Nice to meet you. You guys all part of James Ray's team? This is James. Hi. Oh, hi. Nice to meet you. So nice to meet you. Thank you so much for having me. Oh, we're so excited. How are you? Good. He's coming to kind of look at the room. Yeah. And you said you keep a cool room. They're going to cool this. No, I just told him. It's going to go way down. Yeah, because this is... It's way too hot. Stifling in here. Yeah. We have a stool for me to sit on. I have it. I'll give you my notebook and my water. And all that, and if we just have glass and tissues. And I'll just pick the stool up and walk over here and set it down and climb up on it and go. Okay. That'll work. Okay, good. I got a mail, and I've been reading The Secret. And that was a long time ago. That was 2005. Yeah, that was like a boom. Yeah. Yeah. Have you seen the movie? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Movie and the book. Yeah. After this movie, I start dreaming about America and that I have to go to America. Good for you. Where'd you come from? From Russia. Oh, yeah? So wait a little bit. Make sure you stay and listen, because I think there'll be some good information. Do you have something more to say besides secrets? A lot more. Okay. A lot more. Am 8. Oktober 2009 war ich in einen schrecklichen Unfall verwickelt und habe drei Freunde verloren. Sie haben mir sehr viel bedeutet. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Kummer und Schmerz mir das bis heute bereitet. Geht das Licht etwas heller? Haben Sie sich schon mal gefühlt, als hätte man Ihnen so hart in den Bauch geschlagen, dass Sie keine Luft mehr kriegen? Das Leben ist hart, falsch oder richtig? Und das Leben versetzt einem manchmal richtig harte Schläge, falsch oder richtig? Irgendwann müssen wir uns alle entscheiden, ob wir aufgeben oder voller Glauben voranschreiten wollen. Das Leben hat mir ein paar harte Schläge verpasst. Dank Gottes Hilfe bin ich noch hier. Ich bin noch hier. Was ich tue? Das ist die entscheidende Frage, oder?
Ich glaube, ich helfe den Menschen, intensiver zu leben. Meine Suche begann, als ich sehr jung war. Als sehr unsicherer, dünner, schwacher junger Mann mit Überbiss und einem sehr dominanten Vater. Ich wollte mich selbst finden. Ich bin im Bibelgürtel aufgewachsen, in Tulsa, Oklahoma. Mein Vater war ein evangelischer Pfarrer. Er war sehr charismatisch. Er konnte seine Gemeinde richtig berühren. Er war mein erster Held. Um ehrlich zu sein, predigte er damals das Höllenfeuer. Das musste er auch, da unsere Kirche sehr streng war. Keiner von uns ging ins Krankenhaus oder so. Wir beteten und glaubten daran, geheilt zu werden. Gott hat uns geheilt. Gott heilte uns. Und wir wurden damals nicht reich davon. Dad war ziemlich locker. Mom war extrem streng. Sie kam aus einer sehr religiösen Familie. Alles war eine Sünde. Wir durften nicht ins Kino. Wir durften keinen Flipper spielen. Sie hielt es für eine Form des Glücksspiels, weil man Freispiele gewinnen konnte. Man hält sich von der Welt und ihren Versuchungen fern. Da ist er erst 6 Wochen alt. James und ich waren 4 Jahre lang jeden Tag, den ganzen Tag zusammen, bis John dazu kam. Er war mein Leben. Ich habe immer an ihn geglaubt und wusste, er hat eine besondere Berufung. Das sage ich ihm, seit er ein Kind ist. Ich weiß nicht, ob ich es ihm eingeredet habe, aber ich habe immer gespürt, dass er etwas Besonderes ist. Ich liebe sie beide, aber ich glaube, seine Mutter steht James näher als ich. Mit John habe ich mehr Spaß. I have a lot more fun. James war sehr diszipliniert. Ich weiß noch, wie er Zeitungen ausgetragen hat und dafür immer um 4 Uhr morgens aufstand. Für mich war er immer der Held, weil er mein großer Bruder war. Aber er war eigentlich zurückhaltend. Als Kind sah er etwas trottelig aus. Dieses Äußere und seine Introvertiertheit führten zu einer großen Unsicherheit. Nice. Oh, yes. Grab a seat. Just humor me for a moment, because 2 of the most important people in my entire life are in the room. I call them Mom and Dad. So if they'll stand up right here. My mom is the most loving, beautiful, angelic person I've ever known. And she has to be to live with Dad for all those years. Give them one more round of applause for me, please. Thank you. Thank you for proving my point. Now, my dad and I have always had. Mein Vater und ich haben uns oft aneinander gerieben. Er erlaubte mir nie zu tun, was ich tun wollte, und es war immer wie ein Wettstreit, warum auch immer. Es war wirklich seltsam und hart für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, ihm nicht zu genügen und nicht das erreichen zu können, was er erreicht hatte. Er wollte, dass ich Pfarrer werde, aber ich ging ins Geschäftsleben und ich machte mich gut. Ich war bei AT&T beim Telefonverkauf und leitete die Morgenschicht. Dabei arbeitete ich nicht nach dem Lehrbuch. Wenn meine Leute reinkamen, das war in den 80ern und ich war immer ein großer Fan von Rock'n'Roll. Wenn sie reinkamen, dann ließ ich Welcome to the Jungle von Guns N' Roses laufen. Den Song liebe ich heute noch. Ich spielte den Song laut von einem Ghetto-Blaster ab. Das machte sonst keiner und meine Leute fanden das cool und waren voll motiviert. Und das war echt cool für mich, denn ich dachte, Mann, ich kann die Leute motivieren und sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten.
Als hätte ich eine verborgene Fähigkeit von mir entdeckt. Ich fühlte mich, als könnte ich die Welt erobern. This is the finest turkey carver in the universe. Yeah. Ich gründete meine erste Firma, die Quantum Consulting Group. There's James A. Ray, my first son, president of. I got the name of my company. Ich gab Unterricht in Zeitmanagement, Teambuilding, in den 7 Wegen zur Effektivität von Stephen Covey. Aber abends las ich alle möglichen mystischen Bücher. Ich wusste, wenn ich aus diesem Studium der Mystik, der Selbstentwicklung und der Psychologie ein Geschäftsmodell machen könnte, dann wäre das eine große Chance. Wow, there's something here. James Ray has devoted the last decade to studying the thoughts, actions, and habits of successful individuals. And tonight, he's going to share some of those secrets with you. I'm excited and I'm challenged to be here this evening. And I started keynote speaking. Dann fing ich als Redner an, das war hart. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich im Wohnzimmer stand und dem Sofa meine Geschichten erzählt habe. Telling my stories to my couch. We very quickly left his familiar environment and started interacting with different people. And it wasn't very long before he found out that he was different. The life of a self-help. Als Motivationsredner hat man es nicht leicht. Es ist sehr schwer reinzukommen. Ein klitzekleiner Anteil von denen hat seine eigene Sendung oder spricht mit einem Headset in Arenen. Der Großteil spricht auf Mittagsveranstaltungen von Versicherungsangestellten oder auf New Age-Treffen. James Sean had the pictures of his beautiful house in La Jolla, California. Er ging nach Kalifornien. Das war ein ziemlich mutiger Schritt. Er selbst war sein Produkt. Wenn er sich nicht selbst verkaufen konnte, verdiente er nichts. Es war auf gut Glück. Ich dachte, Mann, ich werde älter und ich wollte eigentlich etwas Großes aufbauen. Und vielleicht passiert es doch niemals. How many came because you want more? How many came because you want more? Say ah! Oh, say ah! Ich nahm an einem Seminar von Tony Robbins teil. Ich dachte, heilige Scheiße. Es war wie auf einem Rockkonzert. Ich weiß noch, wie ich zu einem seiner Coaches sagte, eines Tages mache ich dasselbe. Ein Motivationstrainer und Bestsellerautor, der fast 2 Jahre im Gefängnis saß, hält dieses Wochenende in Scottsdale Selbsthilfeseminare ab. James Arthur Ray berechnet $300 für eine persönliche Selbsthilfesession. Er meint, er kann den Menschen helfen. Die Familie eines seiner Opfer denkt, er sollte aufhören. Drei Menschen sind gestorben. Das zu ignorieren, ist eine Beleidigung für die ganze Region, in der diese Verbrechen begangen wurden. Ich denke, er ist eine Gefahr, weil er nicht einsieht, dass sein Handeln zwangsläufig zu diesen Toten führen musste. Wir haben zu einer kleinen persönlichen Veranstaltung für James eingeladen. Im kleinen Kreis. Alle können fragen, was sie wollen. Wir waren schon mit Hunderten von Menschen in einem Saal mit James. Und ihn jetzt hier in unserem Wohnzimmer zu haben, ist ein ganz anderes Gefühl. Well, thank you, double thank you. I was at one of your events in 2009, and I never got to get that hug from you. Yeah. Ever. That's the one thing I've always wanted to get, because I owe you so much. Thank you, buddy. You're welcome. I appreciate that a lot. Well, that's good. I love your new spin on everything compared to your old stuff and your new stuff. It's just got so much more soul and passion to it, and I just... Hi, James. Karen. Hi, Karen. Thanks for coming. I appreciate you being here. How do you expand awareness? There's only one way. Pardon me?
Especially bad experiences. Especially, well, but bad is relative, right? Was my prison experience bad? Yep. Was it good? Yep. I mean, you're here only because I went to prison. I wouldn't have met you otherwise. It feels a little bit like you're pick and choosing which are the experiences we're talking about here in terms of what the struggles that you went through. I mean, it wasn't just about prison. It was about... But let me ask you, and I appreciate this question. What determines bad? What happened in the sweat lodge seems bad to the people. So you're saying that death is objectively bad. And death, definitely, when you don't think you're going to die, it would be... But you are. Born dying. This to me seems like a rationale. Honestly, like that kind of thinking, like I'm just saying, like I feel like there's like a baseline that can be established that you can move on and new decisions can be made. But I think there can be things that go wrong. Yes, you know, all these tangents are valuable and a whole night in themselves. And I'd like to come back to it, but I will come back to it. So let me ask you. Der Vorfall in der Schwitzhütte stellte unsere Beziehung zu James auf die Probe. Aber wir haben ihn unterstützt, weil seine Arbeit enorme Auswirkungen auf unser Leben hatte. Wir machten gerade eine ziemlich schwere Zeit durch. James war mein Gott oder Guru. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Er war der Größte. Er trat in unser Leben, als wir uns gerade neu erfinden mussten. Unser Geschäft ging den Bach runter. Unser Haus sollte zwangsvollstreckt werden. Und Donita brachte diese CD mit. The Secret. CD called The Secret. An all-new Oprah. It's making its way around the world, and the buzz keeps building. It is The Secret to creating the life you truly want. Make more money, lose weight, fall in love, land your dream job. Find out The Secret. So many times people say to me, well, I'd like to double my income in the next year. It may be called The Secret, but it sure isn't much of a secret anymore. The hottest self-help program in years. And I guess the obvious question here is, what is The Secret? Soll ich Ihnen das Geheimnis verraten? Ja. Das Geheimnis ist, Vorsicht, Spoiler-Alarm, dass wenn man positiv denkt, einem auch positive Dinge begegnen. Think of it as positive thinking on steroids, perhaps. Sales are soaring in part because of Oprah and in part because self-help sells. Die Vorstellung, dass man nur positiv zu denken braucht und schon fliegt einem alles zu, hat großen Anklang gefunden. Die Leute geben das Buch gerne weiter und kaufen es als Geschenk. So wurde es zu diesem absurd erfolgreichen Bestseller, der in 50 Sprachen übersetzt wurde. Translated into 50 different languages. The Secret hat mein Leben verändert. Ich werde mich immer an diesen Tag erinnern. Meine Schwester kam ins Büro gerannt und sagte, James, Oprah ist am Telefon. James, Oprah is on the phone. Oprah? Okay, James, I just love what you just said during the commercial break. I hadn't heard that before. What did you just say? Thank you for giving me that experience. It's true forgiveness. When you can get to that point where you could truly say that. I've been here since 1875. I hadn't heard it put that. Mehrere Freunde von mir haben zu dem Buch und dem Film beigetragen. Aber da James so eloquent und telegen ist, wurde er zu den Talkshows eingeladen. Wir waren zu viert bei Oprah und am nächsten Tag wurde ich angerufen und man sagte mir, Oprah will, dass du wiederkommst. Wir haben some secret teachers back to talk about. And that really was. Das war sein Aufzug nach ganz oben. Zwischen 2008 und 2009 war ich auf allen Events. Wir waren auf allen seinen Events in Kalifornien, Georgia, Hawaii. 2008 waren wir mit James in Ägypten. Das war im Rahmen seiner World Wealth Society. Die World Wealth Society war so etwas wie James' innerster Kreis, wo man regelmäßig unter vier Augen mit ihm zu tun hatte. Es war großartig. Wie viel haben Sie dafür ausgegeben? Über 100.000. Für Sie und Ihre Frau? Pro Jahr? Ja.
Grab a couple of hugs and congratulate each other. The moment. Sobald jemand Aufmerksamkeit bekommt, rufen alle an, weil sie Geld riechen. He's been called the rock star of personal transformation. Now self-made millionaire James Arthur Ray wants you to achieve your dreams. He'll be here to tell you just how to do it. Wir handelten einen sehr guten Buchvertrag für ihn aus, im siebenstelligen Bereich. He's a renowned success strategist as well as the author of Harmonic Wealth. He's here to help you, because you know who you are. In Toronto sprach ich vor meinem größten Publikum, 14.000 Zuschauer. Ich war wie im Rausch. Und da kam mir die Idee, ich kann in derselben Zeit vor 20 Millionen Zuschauern sprechen im Fernsehen. Ich spürte diese Inspiration und dass es klappen würde. Ich stellte James verschiedenen Produzenten vor. Wir waren auf der Suche nach Auftritten und einer eigenen Show. Warner Brothers, Telepictures, Harpo, Opras Firma. I'm James Arthur Ray. And I help individuals all around the world create harmony and well-being in every area of their life. We shot a lot. Wir haben viel gedreht. Hulk Hogan, probably one of the most recognized figures in the entire world. And er hatte den Hype mit ausgelöst. Wir dachten, wenn wir ihn ins Fernsehen kriegen, dann wird er seine Zuschauer haben. I love you. Until we meet each other again, have a great journey. God bless. Remember, you're great. I love you. Thank you. Hello, sir. How you doing, man? Better since I've seen you, man. No. Looks okay. We got it all, man. Thank goodness I'm not bent over. Ich hatte immer das Gefühl, eines Tages meine Biografie zu schreiben. Ich habe mir einen Co-Autor gesucht, der die Idee gut findet, und kam auf den Arbeitstitel Der Fall. Wir trafen uns mit vier großen Verlagen in New York. Von allen kam dieselbe Antwort. Guter Typ, gute Story, muss erzählt werden. Aber wo ist das Comeback? Where's the comeback? Here I am. Ich bin jetzt seit einem Jahr und drei Monaten aus dem Gefängnis raus und sehr dankbar, eine zweite Chance erhalten zu haben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin sehr dankbar, aber niemand will mit Mitte 50 noch mal von vorne anfangen. Ich habe 20 Jahre lang gearbeitet und dabei ein Gefühl für die Menschen entwickelt. Ich hatte einen schönen Job, das kann mir keiner mehr nehmen. Und wenn diese Leute erst mal dabei sind, denken sie sich, oh, da macht er ja noch ein Event und dieses und jenes. Und hier lernt man etwas anderes als da. Irgendwann ist da eine Gruppe, zu der man ein enges Verhältnis hat, das kann einem auch keiner nehmen. Aber wo sind all diese Menschen? Wo sind sie? Sie haben mir auf meinen Events die Tür eingerannt. Wo sind sie? Hier bin ich jetzt und fange wieder bei Null an. Ich weiß, was das heißt. Aber ich stehe morgens auf und frage mich, Scheiße, habe ich das noch in mir? How are we doing numbers-wise? Numbers as in sales? Yeah, total sales. I think the last count was a total of up to 10? Yeah. Maybe 10. I mean, das war wirklich ein hartes Jahr. Ich kam verschuldet aus dem Gefängnis. Ich habe einen miesen Kredit laufen. I'd like to begin a conversation with you today that I think you're going to be interested in. It's about the topic of wealth, abundance and prosperity. Ich habe nichts auf der hohen Kante. Es geht um die Herausforderung. Die Herausforderung ist die Feuerprobe, aus der Großes entsteht. Man wächst und entwickelt sich nicht, indem man den ganzen Tag Däumchen dreht.
Im Gefängnis war es ätzend. Aber wissen Sie was? Wo sonst lernt man besser, was wirklich wichtig ist? Wo sonst lernt man Disziplin und Entschlossenheit? Wo sonst kann man besser das anwenden, woran man glaubt? Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Sie waren ein tolles Publikum. Ich bedanke mich für Ihre Akzeptanz und die Teilnahme. Drei letzte Dinge. Fangen Sie sofort an. Fangen Sie mit aller Leidenschaft an. Keine Kompromisse. Gott schütze Sie. Thank you, James Arthur Ray. And as he and his team are getting ready to go upstairs, if our ushers will come forward. My pleasure. Thank you, buddy. Hey, my pleasure. Thanks for being here. Yeah, it was great. I'll see you again. Keep doing good work. Thanks. What we're offering today is the same investment we normally offer for just three online mentoring sessions. Okay. Yeah. Yeah. Right. Yeah, you can talk to Maria or Bear and they can ask any questions you have. Okay. Okay, hope to see you. I just wanted to come see how handsome you are. Because I couldn't tell. Well, thank you. Sure, absolutely. Thank you, sweetie. I am coming in October. Oh, good. Did you sign up yesterday? No, I haven't signed up yet. Well, right there. Just go on. Come on. Come on, Carrie. Make it happen. Hey, Mike. Nice to meet you. Nice to meet you, too. In August, I was almost in a fatal car accident. Wow. This January, my wife wanted a divorce. And then at the end of January, I lost my job. But I am so focused on the positive, and I'm going to be there on the 3rd. Good. And, you know, I do have a purpose. Thank you. It's wonderful. Pleasure. Very nice. Thanks for being here. A lot of things I needed to hear. That was rock and roll. Like, perfect place, perfect time. You said something that grabbed me. Good one. Okay. Good one. So I started a meditation carpet company. I believe that meditation carpet should be in every household like the Bible. I think I'm gonna do this one. Is there a reason why you haven't considered this one? What I would love to do is work with you over the next 6 months. If you got a little inspiration today, think about getting that every single month. Thank you very much for that poem reading. I did not expect to get that today. I'm going where you are as far as speaking and motivating. So. Good, well, let me help you. I've been in my own crisis thing, and it's not what you went through. Let me help you. I'd love to help you. Thank you. So where do I sign up? Right here. Bear. I just need you to sign with your finger. My funny finger? Okay. Hi, Koala. Hi. Nice to meet you. I like you much better this way. Can I work for you? I mean, I work my ass off on this. I did this all by myself. I know you did. Asked Dr. Sharon, can I do it? I'm not an ass. I'm a really sweet lady. Because I'm going to be famous, you see? Okay. And I'll be happy. But see, that's the wrong objective. I let the whole world know. Lisa, that you slow down. Are my mentor. See, no, no, you see. I am glad for you. Thank you. Thank you. That was wonderful. Tatsächlich schaffte es James nie so weit nach oben, wie es ihm seiner Meinung nach vorbestimmt war. The Secret brachte ihn zu Oprah und verschaffte ihm eine Menge Aufmerksamkeit. Aber er war den Leuten noch kein Begriff. Er ist nicht Tony Robbins oder Deepak Chopra. 2008 sprach er sehr offen mit mir darüber, dass sein Einkommen auf dem Level, auf dem er damals war, noch nicht tragfähig war. Hey, I just got out of a meeting and I wanted to connect with you quickly. I know I've sent you some emails and a previous message about my upcoming event that happens once every 4 years. Er arbeitete jeden Tag, jedes Wochenende und versuchte ständig mehr seiner Angebote zu verkaufen. By this time, my overhead was. Meine Fixkosten waren damals gigantisch. Die Produktion eines Events kostete mich eine Viertelmillion Dollar. Meine Firma musste $6 Millionen im Jahr umsetzen, damit die schwarze Null steht.
Und da hatte ich selbst noch keinen Cent verdient. Hey, this is James again. Still backstage at Practical Mysticism, and I still want to connect with you. 2008 kippte die Wirtschaft. Die Leute kümmerten sich nicht um harmonischen Reichtum. Die kümmerten sich darum, ein Dach über dem Kopf zu haben. Save my house. You must surround yourself with people who think, feel and act resourceful. I look forward to seeing you soon. Ich war mit den Nerven am Ende. Something. Irgendwann musste etwas passieren. Was gonna shift eventually. James hatte diese Pyramide für seine Events. Harmonischer Reichtum war ganz unten und an der Spitze stand spiritueller Krieger. Man musste eine Stufe nach der anderen durchlaufen, Stufe 1, 2, 3. Aber als ich 2009 an harmonischer Reichtum teilnahm, hatte er dieses Angebot. Nur für diese Gruppe, ich habe das noch nie gemacht, ihr könnt direkt an einem spiritueller Krieger-Event teilnehmen. Most of you have seen this before. Can we see the pyramid real quick? Die Retreats dienten der Umsatzmaximierung. Es gibt Volumen und es gibt den Preis. Volumen heißt, man spricht von einer ausverkauften Arena. Und Preis heißt, das Hotel-Event kostet $1,000. Aber für $10,000 nehmen sie an dem Retreat teil. Da wurde richtig Geld verdient. Ich kannte diese Frau Kirby schon von einem anderen Event. Sie war schon zweimal bei harmonischer Reichtum, ich erst einmal. Aber wir sagten uns, warum nicht gleich an die Spitze? Spiritueller Krieger war ein fünftägiges, sehr anspruchsvolles Retreat. Ich sagte den Leuten, nehmt nicht daran teil, wenn ihr nicht dazu bereit seid, die Ärmel hochzukrempeln und richtig hart zu arbeiten. Er sagte von Anfang an, dass es nicht für jeden etwas sei, dass es eine große Herausforderung ist und sich perfekt dazu eignet, die eigenen Grenzen zu durchbrechen. Ich dachte mir, alles andere, was ich bisher ausprobiert habe, war nicht genug. Wenn er das also so anpreist, dann würde ich es gerne ausprobieren. Welcome to Spiritual Warrior. Time is short. Time is short. The question is not if you're going to die, you are. The question is how did you live? Time is short. Tick tock. Tick tock. Die Woche stand unter dem Motto, in meinem Leben gab es so viele schmerzhafte Ereignisse und ich werde diesen Schmerz anerkennen. In den Übungen ließ sich die Teilnehmer tief in ihre eigene Seele eintauchen. Warum hast du keine tolle Beziehung? Sehen wir mal, wie du in Bezug auf Beziehungen programmiert worden bist. Was haben Mom und Dad gemacht? Wie hat dich das beeinflusst? All diese Dinge, wirklich keine angenehme Arbeit. Set an unbending commitment. I'm really going to do whatever it takes, no matter how uncomfortable it is, no matter how frightening, then you will have a breakthrough. That's what you really want, isn't it? Bei jeder spiritueller Krieger-Session suchte sich James zwei, drei Leute aus, die er anleitete. Ich war eine davon. As one of them. There's a reason for everything that we're doing here. I want you to get out of your traditional ways of behaving. In that way, I can push your threshold. You can push your threshold. I can help you facilitate that. Er sagte, um das meiste aus dieser Woche rauszuholen, müsst ihr euch an die Regeln halten und vollen Einsatz zeigen. Das mit den abrasierten Haaren ging am ersten Tag los. Er fragte, ist das jetzt nur ein weiteres Programm, an dem ihr teilnehmt? Oder ist es die Gelegenheit, bei der ihr euer Leben auf die nächste Stufe hebt? Wie ernst ist es euch? Und wie werdet ihr dem Universum beweisen, dass es euch wirklich ernst ist? Direkt standen ein paar Leute auf und ließen sich die Haare abrasieren. I warned you in advance, it was intense. Have I kept my word so far? Yeah, well, we're just getting started. Er sagte uns, dass die psychologischen Methoden, die er anwendete, dazu gedacht waren, unsere physischen und mentalen Grenzen einzureißen, sodass unser intellektueller Widerstand gebrochen würde. You can choose to sleep, but I wouldn't suggest it, because it's going to be over before you know it. And the work you get done here is the work you get done here. Normalerweise hatte jeder Tag ein Hauptevent. An einem Tag spielten wir ein Samurai-Spiel, am nächsten machten wir eine Visionssuche. Alle waren wie high.
Wir hatten so viele Durchbrüche und jetzt ging es in die Schwitzhütte, die eine Wiedergeburt sein sollte. Symbolically, when you're going into a lodge, you're going back into the womb. And symbolically, what you're going to do is to die. I approached the lodge with great respect. I've been anticipating it all day long, because by about the second or third round, I'm normally thinking, why the hell am I me? It will be the most intense heat that you've ever experienced in your entire life. You will feel as if you're going to die. When you emerge, you will be a different person. Als er erklärte, was uns in der Schwitzhütte erwartete, dachte ich, okay, das wird wahrscheinlich hart, aber nicht so krass, wie er es beschreibt. Als ich sie dann sah, dachte ich, was ist das denn? Das war kein Zelt, es war eine mit Plastikplanen bedeckte Kuppel. Ich dachte, wie soll das gehen? Da drin ersticken wir doch. Es war viel schlimmer, als ich dachte. Ich setzte mich also erstmal und versuchte, etwas Raum für mich zu schaffen. Aber er sagt, nein, ihr müsst jetzt alle schnell rein. Leute stießen mich an und ich dachte, echt jetzt? Wow. Dann kam die nächste Gruppe rein und setzte sich vor uns. Ich sitze im Schneidersitz da und die Leute vor mir drücken sich an mich und nehmen mich als Rückenlehne. Ich hatte genau so viel Platz. Ich saß neben Liz Newman. Liz gehörte zum Team und half bei dem Event mit. Sie war schon oft auf diesem Event und gab uns Tipps, was wir tun konnten, wenn es richtig heiß wurde. Als wir alle drin waren, wurde der Eingang geschlossen. Und ein paar Leute gerieten in Panik und schrien, als würden sie realisieren, mein Gott, hier ist es klaustrophobisch eng. Dann sagt er, bringt die Steine rein. Und es wurde heißer und heißer. Ich habe mehrere Leute reden gehört. Sie waren angespannt und bereuten es, da zu sein. Also versuchten sie, es durch Reden erträglich zu machen. Er bringt immer mehr Steine rein und irgendwann schüttet er einen 20-Liter-Eimer Wasser darüber. Und überall ist dieser Dampf, der über dich strömt. Man konnte spüren, wie er das Gesicht berührte und es verbrannte. Er strömte durch meine Nasenlöcher, in meinen Rachen. Und da bin ich ausgeflippt. Es war so heftig. Wir bekamen keine Luft. Bei der vierten Runde hatte ich genug. Ich kroch rüber und James war am Eingang und sagte, Beverly, du weißt, du kannst das schaffen. Du bist stärker als das hier. Du schaffst das. Gib alles. Als guter Lehrer, als den sie mich auch bezahlten, sagte ich, komm schon, du schaffst das. Komm, du kannst das aushalten. Ich habe sie unterstützt. Ich sagte, ja, okay, okay. Was tue ich hier? Warum tue ich mir das an? Wozu soll das gut sein, dass ich hier mit all diesen anderen Menschen sitze? Ist es das wert? Ich musste raus. Aber dann saß ich da und machte mir Vorwürfe. Verdammt! Was stimmt nicht mit mir, dass ich das nicht ausgehalten habe? Ja, für manche Leute war es hart. Aber jedes Jahr gab es Menschen, für die es hart war. Ich ging daran wie an einen Marathonlauf. Am Ende der siebten Runde sagte James Shore, der neben Kirby lag, sie bewegt sich nicht, sie atmet nicht mehr, sie atmet nicht mehr. James sagte, der Eingang bleibt diese Runde offen, lasst uns weitermachen, wir kümmern uns am Ende der Runde darum. Ich fing an, mir Sorgen um Liz zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht war es ihre Atmung. Ich sagte laut, James, ich mache mir Sorgen um Liz. Und er sagte, Liz hat das schon mal gemacht, Laura. Sie weiß, was sie tut. Also fragte ich sie, ob sie raus möchte, aber sie schüttelte den Kopf und sagte nein. Als es vorbei war, waren wir mit die Letzten in der Reihe, um rauszukommen. Ich blieb so lange drin, bis Leute kamen und sie raustrugen.
Sie schaffte es nicht mehr aus eigener Kraft. Und dann ging ich nach draußen. Ich weiß nur noch, wie hell es war und wie chaotisch. Ich lag auf dem Boden und die Frau rechts von mir war bewusstlos. Und dann fing sie an zu krampfen. Leute sagten, dass manche ohnmächtig wären. Dann ging noch mal jemand rein, um zu überprüfen, ob alle raus waren, und da lagen noch drei Leute. Sie öffneten die Seiten und zogen sie ins Freie. Als sie mir sagten, dass manche Teilnehmer in einer echten Notlage waren, dachte ich, was? Ich stand unter Schock. Mein ganzes Leben brach innerhalb einer Viertelstunde vollständig zusammen. Manche zitterten und riefen nach Leuten, die nicht da waren. Eine Frau lag mit nach oben verdrehten Augen da und machte nur. Sie atmete so flach, als würde sie keine Luft bekommen. Es war wie ein Lazarett. Überall waren Leute auf Planen gelegt worden. Einige traten um sich und krampften. Das war nicht richtig. Nichts war unter Kontrolle. Das war nicht wie sonst. Ich dachte, Kirby würde dasselbe machen wie ich und helfen. Ich konnte sie aber nirgends finden. Dann sah ich ins Zelt und sie lag neben James Shore. Man versuchte, sie wiederzubeleben. Die Ohnmächtigen wurden zuerst weggebracht. Immer wieder fragte ich einen Polizisten, den Einsatzleiter, gibt es Neuigkeiten aus dem Krankenhaus? Irgendwann sagte er, ja, zwei Personen wurden für tot erklärt, als sie im Krankenhaus ankamen. Ich dachte, danach kamen mehr Polizeiwagen, da jetzt ein Verbrechen vorlag. Sie fragten, wer hat das organisiert? James Ray. Wo ist er? Naja, er war nicht da. Ich war auf mein Zimmer gegangen und war ganz durcheinander, da ich gerade einen emotionalen Marathon am Ende einer extrem anstrengenden Woche gelaufen war. Ich ging duschen und als ich fertig war, klopfte es an meine Tür, die Polizei. Sind Sie James Ray? Ja. Haben Sie die Schwitzhütte organisiert? Ja. Gut, Sie wissen, dass wir ermitteln, es liegt ein Tötungsdelikt vor. Was? Da kriegt man Schiss, man steht unter Schock. Das ist surreal. Ich nahm mein Handy und rief meine Anwältin an. Sie sagte, du musst dir sofort einen Rechtsanwalt nehmen. Ich frage jemanden, den ich kenne. Dieser Rechtsanwalt, Steve, ich hatte nie zuvor mit ihm gesprochen, ruft mich an und sagt, sie müssen da weg. In meinem Kopf war nur Ermittlung, Tötungsdelikt. Ich könnte festgenommen werden. Anwalt sagt nichts wie weg. Ich meine, was würden Sie tun? Just want everybody to keep an eye on each other tonight, okay? And if anybody gets worse, either go into the hospital or call 911 and we'll come back. Wir wurden in den Gemeinschaftsraum gerufen. Dann nahmen sie unsere Aussagen auf, fragten uns, was passiert war. Es war total verworren, weil wir nicht wussten, was wir tun sollten. Alle wollten wissen, wie geht es den anderen und wo ist James Ray? Aber er kam nicht zurück. Er kam einfach nicht. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, James? Nein, nicht James. Das war der Moment, in dem er wirklich die Rolle als Lehrer und Führungsfigur hätte ausfüllen können. Aber da hat er versagt. Ich sehe einen verängstigten kleinen Jungen, der vor etwas wegrennt, was er angestellt hat. Als ich den Fall übernahm, hatte ich noch nie von James Ray gehört.
Ich hatte noch nicht mal von der Selbsthilfebewegung gehört. Ich dachte, das wäre eine Art Sektenritual. Das war das Erste, woran ich dachte, als ich die Schwitzhüttenkonstruktion sah und mit ein paar noch ganz benommenen Teilnehmern sprach. Zuerst wussten wir nicht, warum diese Leute gestorben waren. Ob sie vielleicht Drogen genommen hatten, um in den gewünschten Bewusstseinszustand zu gelangen. Dann wurde uns klar, dass James Ray die Hütte zu stark aufgeheizt hatte. Die Frage war, ob das jetzt ein Verbrechen ist oder nicht. Warum auch immer diese Menschen gestorben sind, außer Frage steht doch, dass es ein Unfall war. Zuerst wollten wir von den Behörden erfahren, warum der Fall keine Strafsache war. Aber direkt danach rückten die ganzen Pressetrucks an. Tonight there is an intensifying swirl of questions and intrigue. Pushing people to their limit or pushing too far. And we never saw James Ray ever again. And he doesn't know what some of us are going through. Ich glaube, es entstand ein großer Druck, Strafanträge zu stellen. James Ray is in serious trouble. 3 counts of manslaughter against him in Arizona, that's recklessly causing the death of another. Each count carries the possibility of 4 to 10 years in prison. Ich war so naiv. Ich hätte nie gedacht, dass es zu einer Verhandlung kommen würde. Ich dachte, die Welt wüsste, dass ich den Menschen nur helfen wollte. Es war ein Albtraum. Mr. Ray, do you have anything to say to the family members of the victims? Mr. Ray, do you have anything to say? Not this morning, no. James, why do you believe you're innocent? After months of awaiting a court date, James Ray has arrived here at the Yavapai County Superior Court after being charged for the murder of 3 people. The question for the jury will be, did these people know what they were getting into? Did they choose to stay because they wanted to push themselves, or is Ray responsible for their deaths? On October 8th of 2009, 3 vibrant, healthy adults entered a sweat lodge at a retreat center in Sedona. Each one was seeking to learn personal growth and the tools to success in their lives. Instead of growth and enlightenment, Kirby, James, and Liz found death. Was James Ray so gefährlich machte, ist seine Redegewandtheit. Er konnte Menschen dazu bringen, alles zu machen. Mr. Ray, through his staff, recorded all of his sessions with his participants during this seminar. It will be the most intense heat that you've ever experienced in your entire life. I guarantee that. We're not going to have lunch because the last thing you want in a lodge is a full stomach that has to be emptied in the lodge. Er sagte seinen Teilnehmern, dass sie sich eventuell erbrechen müssten und einen veränderten Bewusstseinszustand, vielleicht sogar Ohnmacht erleben würden. Er zählte ihnen die Symptome einer Überhitzung auf, als wäre das etwas Gutes. As if that were a positive thing. The state needs to prove beyond a reasonable doubt that Mr. Ray killed the 3 deceased, that he caused their deaths. The state said. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Menschen wären an einem Hitzeschlag gestorben. Sieht man sich die Krankenakten an, steht da, dass die behandelnden Ärzte von einer Vergiftung mit einem Insektenvernichtungsmittel ausgehen. Wenn man von so etwas ausgeht, müsste man doch zuallererst einen Bluttest machen. Das haben sie aber nicht. What if he had a blood sample right now that they took on the night of the accident, as he could have? What if they submitted it and it says organophosphate poisoning? What are you doing charging Mr. Ray? The fact is, in diesem Fall ging es nur um eins. Ist James Ray einer von den Guten oder von den Bösen? Aus Sicht der Regierung war James sehr böse. Er war ein Sektenführer. The state says that these folks were conditioned to obey. Conditioned. Feel like you just cannot transcend and overcome this, then when the gates are open, if you have to leave, you leave, and you leave very, very in a controlled manner. You heard it.
If you have to leave, you leave. How does that condition somebody not to leave? Would you please begin by stating your full name? Beverly Bunn. Would you tell us why you made the decision to stay? I felt that I had a lot of stuff that I was dealing with and trying to get over, and Mr. Ray obviously knows better than I do. Having been through these sweat lodges before, maybe he knew he needed a little bit more help, or he needed to stay there a little bit longer, and I also didn't want to let him down. James Ray wollte niemanden umbringen, das steht außer Frage. Was dies zu einem Verbrechen macht, ist, dass er wusste, dass sich Personen in einer medizinischen Notlage befanden. Die Teilnehmer sagten ihm, Kirby Brown atmet nicht richtig. Und er sagte, lasst sie die Runde noch drin. Das geht auf seine Kappe. Remember, these people paid an enormous amount of money for this new age gibberish. $9,600. People paid a premium fee and were pushed to extreme limits in the name of self-improvement. Man sah uns als eine Sekte oder sektenähnlich. If you make James Ray out to be a guru, you become a devotee, you become a follower. Wenn ich manchmal doch die Nachrichten sah oder online las, was die Leute so schrieben, vor allem in Kommentarspalten auf Blogs und so weiter, die sind bescheuert, die verdienen den Tod, dieses ganze Zeug, wissen Sie? Wer gibt $10,000 für ein Retreat aus? Solche Schwachköpfe. Die ist doch psychisch labil oder die kann nicht sehr helle sein oder das war ein Sektenritual oder diese Leute sind Idioten. Was ich aus spiritueller Krieger gelernt habe, hat nichts mit dem Kurs zu tun. Es hat mit dem zu tun, was ich danach alles bewältigen musste. We the jury do find the defendant, James Arthur Ray, on the offense of manslaughter, not guilty. We the jury, in the above entitled action and upon our oaths, do find the defendant, James Arthur Ray, on the offense of negligent homicide, guilty. Wo sind wir und was ist los? Das hier ist mein Traumhaus. 2006, als The Secret groß rauskam, war ich so gesegnet, in einer völlig anderen Liga spielen zu können. Ich war in den Medien und alles. Ich dachte, jetzt ist es an der Zeit, mir mein Traumhaus zu kaufen. Nächste Woche kommt eine Immobilienfirma vorbei. Ich muss alles verkaufen, weil mein Haus ansonsten sehr bald zwangsvollstreckt wird. Ich habe seit fast einem Jahr, seit dem Unfall, keine Raten mehr zahlen können. Ich muss so viel wie möglich verkaufen, da ich seit 2 Jahren nicht gearbeitet habe. Nur zur Info, an welchem Punkt steht der Prozess gerade? Wir warten auf die Entscheidung des Richters. Es könnte sein, dass ich hingehe und die Staatsanwaltschaft will mich für 9 Jahre hinter Gitter bringen. Ich bete zu Gott, dass es nicht so weit kommt. Ich bete dafür, dort zu sein, wo ich hingehöre und die Reise anzunehmen, wo auch immer sie mich hinführt. Rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, erkenne ich meine Arroganz. Es macht einen ganz schön überheblich, ein Heilsbringer zu sein. I'm so sorry. I'm so sorry. The evidence from the trial and pre-sentence proceedings show that Mr. Ray, as misguided as he was, believed he was helping people. And the evidence is that people believed they were being helped. The court is still left to wonder, how is it that so many
educated, knowledgeable people ignored basic common sense. But Mr. Ray, when a person has your incredible abilities to gain people's trust, there is a large, large responsibility that goes with that trust. And that responsibility was not honored. That was violated. James Arthur Ray has been sentenced to 2 years in prison in the deaths of three people at a sweat lodge ceremony in Arizona. Angie, really, no one is happy with the sentence tonight. That's right. You know, he could have gotten 9 years, but instead he will spend 2 years in jail. And the victim's families lashed out, saying 2 years is a joke for the loss of three lives. Hello there. What's up, buddy? How are you, my friend? Good, you? Great to see you again. Good to see you. Welcome to Phoenix. Thank you. It's a nice room, Deb. It's kind of like my living room, you know? It's got a fireplace and a whole bit, you know? David, there's your name tag, and then workbooks for the two of you. Okay. We'll be getting you seated really soon. So with that, we're gonna say hi-ya-ya. Let's go. Woo! Come on, let's go. In October, Im Oktober 2009 hat sich meine Welt dramatisch verändert. Ich bin verantwortlich. Es gab Dinge, die ich übersehen und verpasst habe. Ich bin verantwortlich. Es gab Leute da, die bestimmte Aufgaben zu erfüllen hatten. Sie waren gut ausgebildet und gut bezahlt. Ist egal. Ich bin verantwortlich. Der folgende Prozess schuf einen Präzedenzfall. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika wurde die freiwillige Teilnahme von Erwachsenen, keine Minderjährigen, an einer legalen Aktivität, kein Alkohol am Steuer, es kam zu einem Unfall, der als Verbrechen verfolgt wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes. Ist egal. Ich bin verantwortlich. This is the box that's got. In diesem Karton sind die ganzen Kursmaterialien und Tagebücher aus dieser Zeit. Seit Oktober 2009 bin ich dreimal umgezogen, teilweise quer durchs ganze Land. Und die Kiste war immer dabei. Hier sind Tagebücher, die ich vollgeschrieben habe. Ich denke nicht mehr an James. Ich glaube daran, dass die eigene Umgebung eine große Rolle spielt. Und ich sehe ihn nicht mehr als einen Teil meiner Umgebung. Ich hatte mich für einige Jahre bewusst von allem abgewendet, was mit persönlicher Transformation zu tun hat. Seit etwa anderthalb Jahren habe ich das Gefühl, an einem Punkt in meinem Leben zu sein, wo ich mich, um weiterzukommen, diesen Dingen wieder zuwenden sollte. Ich war lange Zeit sehr zurückhaltend. Jetzt habe ich das Gefühl, eventuell wieder bereit für die Perspektive von jemand anderem zu sein. Ich habe mir das Zeug seit Jahren nicht angesehen. Hier ist sein Buch. The Secret. Das Brett ist aus harmonischer Reichtum. Hier steht drauf, nicht liebenswert, nicht lebenswert. Dann sollten wir das Brett mit der Hand zerschlagen. Wenn man das schaffte, sollte man das bekommen, was ich denke, jetzt zu haben. Liebe, Freude und Glück. Und ich verdiene es. Ich habe es alles. Die größte Erkenntnis aus all dem war für mich, dass ich verantwortlich für meine Entscheidungen bin. Ich fing an zu reisen und mir Auszeiten zu nehmen und hatte nie das Gefühl, einer Gruppe beitreten zu müssen, um herauszufinden, wie ich mehr Geld verdiene, mehr Freunde finde und so weiter. Ich machte einfach meine eigenen Erfahrungen mit dem Leben und ließ das auch zu, ohne irgendetwas erzwingen zu wollen.
I'm not forcing things. Wenn ich an die Vorfälle in Sedona denke, frage ich mich, wie konnte das passieren? Stellen Sie sich dieselbe Frage? Ich glaube, ich kenne die Antwort auf diese Frage. Es musste passieren, weil es der einzige Weg war, wie ich lernen und wachsen konnte. Das ist der Grund für mich. Mache ich mir damit etwas vor? Vielleicht. Aber wissen Sie, ich kann damit leben. Ich denke, nach so einem Erlebnis ist man entweder wütend und verbittert oder wacher und dankbar. Ich habe mich für wacher und dankbar entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, es als Charaktertest, als Feuerprobe zu sehen. Und ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen.